Hey ho, YouTube und herzlich willkommen zum dritten Teil zu meinen Reviews von DC gegen Marvel. Dritten Teil gerade gelesen. Und zwar geht es hier halt damit weiter, dass die Helden gegeneinander antreten müssen, um das jeweilige Universum zu retten. Und jede Menge neue Kämpfe finden statt. Am Anfang tut Jubilee noch zusammenfassen, was in den letzten Heften passiert ist, wer gegeneinander gekämpft hat, wie es jetzt für welches Universum steht. Es steht 3-2 für DC. Und dass jetzt den perfekten Mann kennengelernt hat, was halt Robin ist aus dem DC-Universum. Und sie ist bedauert, dass die beiden gegeneinander kämpfen müssen. Sie schmeißt sich noch recht gute Chancen aus, weil sie Superkräfte hat und er keine. Trotz dessen besiegt er sie. Allerdings kuscheln die danach weiter sozusagen. Also nichts Bedrohliches. Der Kampf zwischen Silver Surfer und Green Lantern ist absolut belanglos. Die crashen nur kurz gegeneinander und das Silver Surfer hat gewonnen. Das fand ich schon ein bisschen läppisch. Dann kämpft noch Elektra gegen Catwoman, wo Elektra gewinnt und das ist eigentlich auch recht kurz vorbei. Und Peter Parker macht sich so ein bisschen an Lois Lane rein, wird dann aber von Clark Kent natürlich aufgehalten. Und dann geht's noch weiter mit ihnen hier, den Axel oder jetzt auch Axis, der die ganze Zeit während des Events in so einer Gasse ist, wo ihn dann an so einem Penner erzählt, dass in dieser Kiste die beiden Universen sind, die aufeinander prallen. Man stellt sich heraus, dass er halt ein Bruchstück von den beiden Brüdern oder Schwestern, diese riesigen Wesen, die das DC und Marvel-Universum präsentieren, ist, genauso wie er. Und dass er diese Kiste nur als Kiste sieht, mit überhaupt versteht, was das ist, diese beiden Universen, die aufeinander prallen. Also der wird jetzt der neue Beschützer dieses Tors, der neue Axis, und löst den anderen Typen ab, der auch nur aussieht wie ein Penner, aber kein Penner ist. Und der kann dann entscheiden, wie das aussehen soll alles. Dann kämpft noch Lobo gegen Wolverine. Und Storm gegen Wonder Woman, die es geschafft hat, den Hammer aufzunehmen, deswegen auch die Macht von Thor hat. Den Hammer dann aber niederliegt, weil sie fairen Kampf machen möchte. Den dann Storm gewinnt, was ich ein bisschen unlogisch fand. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass das dass den Kampf Wonder Woman gelingen sollte. Allerdings war Wonder Woman in den 90ern noch keine Göttin. Mittlerweile zählt sie ja als Göttin und deswegen war sie auch noch nicht so mächtig. Vielleicht liegt es mit daran. Dann kämpft Spider-Man gegen Superboy und wenn dieser Kampf echt stattgefunden hätte, hätte Superboy Spider-Man eigentlich eine Bombe gegeben, der wäre platt gewesen. Deswegen ist eigentlich auch ein bisschen schwachsinnig, dass sie da so einen langen Kampf draus drehen. Ich weiß auch nicht, wer den gewonnen hat. Und natürlich Superman gegen Hulk, was eigentlich auch der spannendste Kampf wäre, der allerdings auch recht kurz ausfällt. Und Captain America gegen Batman, die aber richtig lange kämpfen, weil Batman hat zwar bessere Kampftechniken, dafür ist Captain America ein bisschen stärker, lust gegeneinander, ist das so ein endloser Kampf, weil sie eigentlich recht gleitgut sind, bis dann irgendwie so eine kleine Welle kommt da im Abwasser, wo dann Batman Captain America das Leben retten muss. Die beiden beschließen, die Sache anders zu lösen. Dann geraten dann Axis und Axis entschließt sich dazu, beide Universen zu verschmelzen, mit keins untergehen muss durch die Kämpfe. Dadurch wird aus diesen beiden riesigen Wesen, die jeweiligen Universen repräsentieren, ein Wesen. Und eine Mischung aus beiden Universen passiert dann halt. Sieht man hier schon. Dann ist dann hier der erste Ausblick. Hier sieht man schon den Super Soldier, Darkclaw, Spider-Boy und so weiter. Wo drin es in den nächsten Heften halt gehen wird. Oder hier Doomsday und Dr. Doom, ein Körper, Wonder Woman und Storm. Und dann kommt halt auch schon hier Werbung für das nächste Heft. Dann geht es halt weiter mit Darkclaw. Das Amalgam-Universum ist damit halt geschaffen. Ich kann dem Ding mal wieder nur so eine Trash-Bewertung geben, weil es halt echt purer 90er-Jahre-Trash ist. Und ich glaube, am interessantesten für Leute ist für mich, die es halt in den 90ern gelesen haben, wie das halt doch so ein kleiner Backflash ist und so ein bisschen an die 90er auch erinnert. Ich gebe dem Ding deswegen 4 von 5 Trash-Punkten und keine normale Punkte. Aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert und wie ich schon mal bereits erwähnt hatte, wer seinen Spaß mit Avengers vs. X-Men hatte, wird hiermit auf jeden Fall auch Spaß haben. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.